Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei Alien Isolation. Der Timer läuft. Ich bin der Baume. Metal Beer schreibt at Baume Timer. Jawohl, ja. Alles am Start. Samstag müssen alle raten, wer Baume und Kiwi von der Gruppe ist. Ja, wir sind so RL-mäßig voll schwer zu erkennen. Ich sehe das schon kommen. Ihr werdet alle die Kiwi. Ich komme ja ein bisschen später. Zuerst werdet ihr alle die Kiwi sehen. Jetzt habe ich hier einen Mauszeiger drin. Das ist. Seht ihr den auch? Ihr seht auch diesen Mauszeiger, ne? Das ist ja doof. Jetzt ist er weg. Nee, da ist er wieder. Ui, das ist schlecht. Hallo? Kann er sich bitte verpissen? Kriegen wir den weg, wenn ich so tue? Was soll denn das jetzt? Nee, ich mag den nicht. Fuck, warte mal, ich mach mal so. Wieso ist denn da jetzt ein Mauszeiger? Wir tun einfach so, als wäre das der Cursor, hä? Könnten wir vielleicht hier... Wieso ist denn da jetzt ein... Das ist seltsam. Ja. Hier, in der Androidenabfertigung. Wir haben ein Problem auf der Station. Weiß gegen Rotopfer. Gerade hat sich ein Android mit Schädeltrauma an APTC gemeldet. Er ist mit Blut vollgespritzt. Menschlichem Blut. Ich habe die Marshals informiert, meine Sekretärin in Sicherheit gebracht und mich auf den Weg zum Transit gemacht. Ich werde einen Hiwi-Android damit beauftragen, Apollos Rat einzuholen. Vielleicht weiß Apollo, wer zum Teufel hierfür verantwortlich ist. Ein Android mit Schädeltrauma? Habe ich mich da gerade verhört? Ich würde sagen, wir ignorieren den Mauszeiger einfach und wenn er merkt, dass keiner ihn beachtet, vielleicht geht er dann beschämt in die Ecke und verschwindet. Manchmal klappt's, wer weiß. Was wollte ich sagen? Genau, ihr werdet ja die Trollin dann sehen und werdet sicherlich als erstes sagen, oh Mensch, du bist aber groß. Zwei Stunden später komme ich um die Ecke und ihr werdet mich sehen und werdet als erstes sagen, oh Mensch, du bist aber groß. Und dann, du bist aber groß. Leg dich hier wieder hin. Lass dir das nochmal durch den Kopf gehen, was auch immer du vorhast. Tu nicht so. Der Baume, was ist am Wochenende? Am Wochenende ist Wochenende. Jetzt steht er ja doch auf. Kacke. Ich war... Ach, mit nix schuld. Ach, mit nix schuld. Ich stehe hier einfach in der Ecke und tue so, als wäre ich selber ein Androide, der gerade offline ist. Ich krieg echt den Mauszeiger nicht weg. Nicht mal mit diesem Menü hier. Ich gehe mal auf Farbbombe. Ich klicke hier um. Farbbombe? Nein, Rohrbombe. Wie komme ich denn auf Farbbombe? Und wenn ich das Spiel nochmal wegtappe? So. Läuft das irgendwie gerade im Fenstermodus? Das macht mich ein bisschen kirre. Moment. Bildschirm. Vollbild-Fenstermodus. Ich mach mal Vollbild, mal gucken, was passiert. Moment, da muss ich noch das Farbschema ändern. Oh, nee, das machen wir in der Pause. Möchten Sie die Änderungen anwenden und speichern? Nein. 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 Dann machen wir halt eine halbe Stunde mit Cursor. Was soll's? Scheiß drauf. Oh, guck mal, da flackert der Boden. Jetzt nicht mehr. Ich hab ihn repariert. Ich bin Wissenschaftler. Ui, ein Durchgang. Gerät sagt, wir sollen da lang. Okay, dann gehe ich trotzdem erstmal hier lang. Baume, du heißes Eisen. Wünsch dir und deinen Viewern schon noch einen schönen Abend. Keversen. Keversen, du geile Hupe. Moin, hallo. Hallo oder tschüss? Ist das ein Hallo oder ein Tschüss? So groß ist Kiwi auch nicht, Baume. Ja, aber das für eine Frau schon? Ich weiß ja nicht, wie groß du bist, Charlie. Ein kleiner Vorratsraum. Aber so groß ist der auch nicht, ne, Charlie? Sonst nichts. Das war's. Nicht mal einen Krachmacher können wir mitnehmen. Das ist alles nutzlos für uns. Na gut, okay, ein bisschen Schrott. Den wollte ich schon aus Reflex gar nicht aufheben. Sag mal, hat der Bot den Kev gar nicht begrüßt? Da muss ich auch nochmal mit dem Bot reden. Das sollte er eigentlich tun. So, ich gehe jetzt nochmal hier rein. Vorher benutze ich nochmal das Speichergerät. Jetzt, wie sie ausgeholt hat. Pfitschu. Dein Host kommt gar nicht an. Poseidon, dann sage ich dir einfach so, vielen Dank für deinen Host, Poseidon. Stell dir vor, da unten ist eine Hypnokröte und sie macht... Du hast dich wieder hingelegt.
erschreckend vernünftig. Danke, Mann. Ich schleiche mich mal hier hinten rum. Du bleibst da schön liegen, ja? Sehr gut. Guter Mann. Ich nehme mal trotzdem wieder den Elektroschocker. Den haben wir, den haben wir. Ich bin... Mich scannt man nicht. Nein! Ach du Scheiße. Ja, 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 du bist guter Junge. Ja, ja, komm, hau ab. Ich ignoriere das jetzt hier einfach. Hat er das mitgekriegt? Hat er nicht mitgekriegt, ne? Hat er nicht mitgekriegt? Haben sie das mitgekriegt? Nein, nein, haben sie nicht. Ach, unmöglich hat er das gemerkt. Wie will er das denn gemerkt haben? Das hat er gar nicht gemerkt. Der bildet sich gerade ein, dass er mich... Heppa! Da ist gleich noch einer. Du gehst down. Nein, 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 nein. Okay, es wird Zeit für eine EMP-Mine. Sonst kriege ich euch beide nicht auf einmal weg. Verrecke, 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 verrecke. Oh Gott, da sind die Nächsten. Du gehst auf den Boden. Setz dich hin. Spann dich, mach dich mal locker. Immer locker, flockig aus der Hüfte. Wo ist der Elektroschocker? Na, ich will die EMP-Mine nicht auf einen verschwenden. Oh Gott. Wie, ich werde hysterisch. Hast du Anschluss an mein Pulsmesser oder was? Elektroschocker. Ich hab dich voll getroffen, du Sack. Hab ich gerade nach hinten und wieder nach vorne geguckt? Och komm, was soll's. Einfach nochmal. Aktuellen Spielstand laden. Vielleicht geht dann die Maus weg. Ich hab das nur gemacht, damit die Maus weggeht, wisst ihr? Das Spiel ist ausgegangen. Es hat gemerkt, dass es kaputt ist und jetzt ist es ausgegangen. Dann lass es mich mal eben schnell neu starten. Das kriegen wir hin. Oh, ich schwitze schon wieder. Wenn ich schwitze, werden meine Schenkel feucht und dann fängt der Rock an zu kratzen. Das ist doch unangenehm. Ich brauche eine lange Hose. Nein, das habe ich gerade nicht gesagt. Das hast du dir eingebildet. Du Ferkel. Macht mal alle mit bei dem Bartüberfall, solange ich hier noch beschäftigt bin. Einfach Ausrufezeichen Bartüberfall eingeben und so viel dahinter als Zahl, wie ihr Millimeter an Bart opfern wollt. So, beliebige Taste drücken. Hier unter Escape ist doch die beliebige Taste. Genau. Haut das jetzt hier hin. Dann will ich nochmal hier Optionen, Bildschirm, hier drüben auf Einstellungen. Codierung, Video, Windows Aero deaktivieren. Genau. Das ist nämlich wichtig, dass man Windows Aero deaktiviert, wenn man irgendwelche Sachen im Vollbild zockt. Weil ich habe die Angewohnheit, wenn Aero an ist, geht mein Kontrollmonitor aus. Und dann sehe ich nicht, was ich tue. So, hat er das? Ja. Speichern. Geht der Kontrollmonitor an? Ja, der geht an. Sehr gut. Alles klar. Dann dürfte der Mauszeiger jetzt auch nicht mehr zu sehen sein. Das Spiel läuft, den Chat sehe ich noch. Super. Niggemann, hey, moinsen. Moin, da ich erstmal Batman schauen und später wieder... Was, wie? Moin, ich gehe erstmal Batman schauen, bin später wieder da. Na klar, dein LP. Ah, alles klar, cool. Dann, guck doch lieber jetzt zu und später mal Batman. Batman ist doch Click on Demand und das hier ist live. Du verdrehst das ja total. Das führt ja die ganze Sache ad absurdum. Aber mach doch, was du willst. Ich mach auch, was ich will. Hier, Spiel fortsetzen. Fertig, aus. Wobei, das hier kannst du ja auch später nachholen. Landet ja alles auf YouTube. Läuft die Aufnahme? Ja, läuft noch. Gut. Metal Beer, da hast du aber die Hälfte von dem Zitat vergessen. Ach, das ist schon drin. Warum hast du die Aufnahme gestoppt? Nee, gestoppt habe ich die nicht. Oh, jetzt läuft es auch wieder ein bisschen flüssiger. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber ich merke es definitiv beim Zocken. Durch das Vollbild jetzt und das Aero-Schema, was ich geändert habe, sieht es bei mir einfach ein bisschen schicker aus. So, dann gehen wir nochmal hier drüben rein. Das hat er nämlich... Doch, das hatte ich gespeichert in der Hoffnung, dass die Maus verschwindet. Und die Maus ist weg. Guck mal, die Maus ist weg. Die Maus ist weg. Bad riecht so geil nach Kiefernholz. Mein Puls ist weg. Shit.
Shit, der Puls ist weg. Ach so. Ich weiß, warum ich das mit dem Aero-Dings gemacht habe. Oh oh. Na okay, dann muss die Folge mal ohne Puls gehen. Dann mache ich das gleich. Ich will das nicht. Okay. Oh, ohne Alarm ist das hier auch viel leichter. Erinnert mich mal in der Pause dran, dass ich mich um den Puls kümmere. Dann kann ich mal ein bisschen rumexperimentieren, aber das will ich nicht machen, solange die Aufnahme jetzt läuft. Ich will das jetzt hier nochmal schnell abschließen. Ist natürlich ein bisschen schade. Könnt ihr mir jetzt auch vorhalten, denn ihr habt ja dafür gespendet, dass das hier mit Puls ist und jetzt ist es ohne Puls. Ich bin so ein schlechter Mensch. Aber ich möchte jetzt hier die Aufnahme gerade nicht abbrechen. Machen wir in 20 Minuten, okay? 20 Minuten. Da haben wir auch noch Musik dabei und so. Und dann fühle ich mich auch ein bisschen wohler dabei. Hey, du! Du! Du, geht's dir gut? Du hast da was im Hals. Guck mal, das hat eine fiese Beule. Ich guck mal, ob ich dir das... Nee, nee. Ich kann dir nicht mehr helfen. Schade. Nicht mal looten konnte ich ihn. Gurgelt da gerade einer? Oh, ich laufe liebend gerne hier unten lang. Ich habe das Gefühl, die würden sonst wach werden, würde ich da oben lang laufen. Warte mal, lass mich mal hier zu unserem süßen kleinen Leuchtfäckelchen wechseln. Hä, habe ich den nicht gerade ausgerüstet? Wieso nimmt sie den nicht hoch? Ging es hier nicht gerade lang? Nö. Huh, scannt das Ding auch hier unten? Anscheinend nach nicht. Komme ich da auch in den Raum rein? Kann ich da auch den Kamerafeed ausschalten? Bin ich instinktiv gleich richtig gelaufen? Ja, greif halt in den Boden. Besser in den Boden als daneben. Sprengkapsel! Was bist du? Da ist ein Defi. Wie mir scheint. Warum haben die denn hier solche Löcher für die Dosen? Wackelt die Raumstation hin und wieder? Ich meine, ich habe auch nicht solche Löcher an meinem Tisch. Well? Ach so, hier. Alles klar. Ich habe mich schon gefragt, wo das Ding hin ist. Ich dachte, das wäre auf der linken. Kamerafeed ausschalten. So, mach zu den Kasten. Oder lass offen. Hauptsache, das Ding ist aus. Habe ich hier vielleicht noch irgendwas übersehen? Eine Blaupause oder sowas? Oh, okay. Dass die hier schlafen, das ist ganz komisch. Ich meine, die liegen da anscheinend fertig zur Wartung, aber die kriegen das mit, wenn Geräusche sind und dann wachen sie auf. Ansonsten kriegen sie nicht viel mit. Das ist eigentlich so ziemlich die Definition von Schlafen. Ich meine, wir legen uns ja auch hin, um unser Hirn zu warten. Das Wichtige von dem Unwichtigen zu sortieren, was tagsüber passiert ist. Ja, neue Taschenlampe. Also neue Batterie. Taschenlampe nachladen. Flip-flup, flip-flup. Und der nächste Raum, wo wollen wir... Sind wir überhaupt auf dem richtigen Weg? Geh mal hoch. Geh mal hoch. Ich geh mal hoch. Irgendwie kann ich gerade... Oh Gott, wir haben einen neuen Bug. Wir haben einen neuen Bug. Ich kann gerade mein Inventar irgendwie nicht... Okay, den hebt sie hoch. Den Flammenwerfer. Ach, der geht jetzt auch wieder. Und jetzt funktioniert auch das Ding wieder. Oh Gott sei Dank. Ich weiß nicht, was gerade kaputt war, aber ich hätte ja schon im Schacht gemerkt, dass wir den Flammenwerfer nicht hochnehmen können. Den wollte ich ja eigentlich als kleine Fackel nehmen. Eine Runde Schach. Komm, ich mach mal hier auch den Kamerafeed aus. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass hier überall die Feeds ausgehen, aber ich glaube, der scannt sonst das Gitter, wenn wir da durchgehen. Und das ist wiederum gar nicht okay. Wo machen wir den denn aus, den kleinen Bastard? Hallo? Gar nicht, wie mir scheint. Hier ist Endstation. Ja, dann gehen wir halt. Tschüssi. Bin hier richtig? Ja. Hui.
Was? Bewegung irgendwo? Was ist das für ein Gerät? Nee, doch, in der Hocke kann ich den Flammenwerfer tragen, Ivi. Ich habe den schon ein paar Mal in Lüftungsschächten benutzt, um mir Licht zu machen und um Batterie zu sparen. Streich? Streich? Scannen, 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 scannen. Beep, boop, beep, boop. I'm a robot, beep, boop. Mach das Ding auf. Ah! Oh! Ja, ja, ist gut, beruhig mich, okay? Okay, ich beruhig mich und du beruhigst dich. Warte, ich habe hier meinen Beruhigungsstick, den darfst du mal anfassen, dann wirst du ganz ruhig. Dies ist ein Sicherheitsverstoß und kann nicht toleriert werden. Bleibst du da stehen? Das wäre voll Töfte, wenn du da stehen bleibst. Ist da noch einer? Nein. Du bleibst da stehen, hä? Alarm im geschützten Bereich. Ja. Ja, ja. Mein Hals ist der geschützte Bereich. Du bleibst da mal schön hinter der Tür. Ist da noch was? Nee. Gut. Cool, da haben wir eine Ladung gespart. Hey, hey, bist du der Mensch, der... Ridley, gut, dass Sie es in einem Stück geschafft haben. Apollos Sicherheitsperimeter wurde so eingerichtet, dass nur Sixen-Synthesen auf ihn zugreifen können. Ach, und du bist ja, aber... Hören Sie mir zu. Ich werde etwas Drastisches unternehmen müssen, wenn wir Apollo wieder verbinden wollen. Mana Potion, ich kümmere mich gleich um die Pulsuhr. Wenn die Folge hier zu Ende ist, bringe ich die wieder online. Da muss ich aber ein paar Sachen rumspielen und das will ich nicht während der Aufnahme machen. Und ich würde mich gerne an die halbe Stundenregel halten. Wir haben jetzt 16 Minuten rum, in einer Viertelstunde kümmere ich mich um die Pulsuhr. Aber erinnert mich mal bitte in der Pause dran, sobald die Musik läuft, dass ich mich um den Puls kümmere. Danke. Danke, danke. Ich sag schon mal danke, in der Hoffnung, dass ihr das tut. Weil wenn ihr das nicht tut, hätte ich jetzt völlig umsonst Danke gesagt. Und dann habt ihr falsches Lob eingeheimst. Und das wollt ihr doch nicht, oder? Voll das Druckmittel. Okay, du willst drastische Maßnahmen machen? Ja, mach halt. Weißt du, ihr wolltet mich mit einem Teil dieser Raumstation in den Gasriesen sprengen. Ich bin drastische Maßnahmen gewohnt. Mach halt, juckt mich nicht. Was soll mir denn eigentlich noch passieren, was mich... Weiß ich nicht. Mach halt deine drastischen Maßnahmen. Oder verrat mir wen... Du warst doch gerade eben noch grün. Du warst doch gerade eben noch grün. Als ich hier drüben war, wette ich. Siehste? Siehste? Du bist eigentlich grün. Jetzt bist du nicht mehr grün. Willst du mich foppen? Böses Gerät. Das ist... Ich merke sowas. Ich lasse mich doch nicht verarschen von der Technik. Doch, doch, irgendwie lasse ich mich schon verarschen, weil ich komme ja immer noch nicht durch die Tür. Ich werde die Neuformatierungskammer benutzen. Das ist der einzige Weg. Ich musste Strom aus dem Bereich umleiten, damit ich das versuchen kann. Was? Doch wollen wir, Dorbaume? Doch wollt ihr? Doch wollt ihr? Was wollt ihr? Tut mir leid, schon wieder vergessen, was ihr wollt. Streamergedächtnis. Ach, ihr wollt falsche Lorbeeren einheimsen. Sag mal, kann es sein, dass ich ein bisschen laut bin? Übersteuere ich? Ach, keine Ahnung. Dr. Pippi, bist wieder AFK? Na gut, dann bis dann. Ui, ob wir ein Video machen von dem Treffen? Niggemann. Ich weiß nicht, ob ich für Trollen sprechen kann, aber ich sag mal so, lieber nicht. Ist auch in der Tat mal ganz schön nicht gefilmt zu werden. Und ich glaube auch für die Leute, die zu Besuch kommen, ist es ganz schön nicht gefilmt zu werden. Aber man kann ja vielleicht ein paar Schnappschüsse oder so machen oder so. Keine Ahnung. Muss man mal drüber reden. Was ist denn hier los? Samuels, das ist zu gefährlich. Ja, viel zu gefährlich. Wünschen Sie mir Glück. Samuels, nein! Samuels lässt sich jetzt neu formatieren. Sehe ich das richtig? Die geht jetzt hier in diesen Magnetspinographen und... Kann ich hier drauf? Nein. Und der will sich jetzt in den Sevastopol-Hiwi verwandeln lassen. Aber dann geht er mir doch an den Hals. Wo ist er denn jetzt hin? Ach, da. Apollo-Infizierung wurde beseitigt. Die Kreatur ist nicht mehr an Bord. Was? Die Station ist sicher. Erbitte Aufhebung aller Gefahreneindämmungsmaßnahmen.
Ripley, Apollo weist mich zurück. Das könnte zum Problem werden. Ja. Apollo versucht mich vom Verbinden abzuhalten. Oh nein, Amanda, Sie müssen das System manuell abschalten. Bitte! Hier, oder was? Scheiße, Samuels, ich werde es versuchen. Halt! Sie müssen es in der richtigen Reihenfolge tun, oder es entsteht eine Kaskade, die tödlich für mich ist. Ja. Ich greife auf die Siegsen-Schaltpläne zu. Lösen Sie das rote Kabel zuerst. Okay, zuerst rot. Menschliches Personal. WTF, hier ist überall Rauch auf dem Boden. Witz. 25% Systemkapazität. Wo ist denn hier ein rotes Kabel? Das hier ist das rote Kabel. Oh Gott. Alter. Nein. Geh nicht kaputt, Mann. Lass schnell formatieren. Als nächstes brauchen wir ein blaues Kabel. Können Sie es sehen? Blau, 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 Blüte-Enzian. Das ist schon voll Strom. Geh aus. Ich bin Wissenschaftler. Ich weiß, was ich tue. Blau getrennt. Ja. Was jetzt? Ich kann nicht auf die Schaltpläne zugreifen. Apollo macht es mir nicht leicht. Ich brauche das nächste, Samuels. Ja, aber sicherlich weiß. Was? Was ist da los, Ripley? Die Notfallbeleuchtung ist angesprungen. Ich kann die Kabelfarben nicht erkennen. Sie müssen mich anweisen. Das nächste ist an eine Steckdose angeschlossen. In der Nähe einer umgeworfenen Tragbare. In der Nähe einer umgeworfenen Tragbare? An einer Steckdose? Ja, ja, das hier, da ist so eine umgeworfene Tragbare. Vorsicht im Nebel, Neblige. Nur noch zwei, Ripley. Suchen Sie nach einer geöffneten Bodenplatte neben einem deaktivierten Androiden. Der hier ist deaktiviert, die Bodenplatte ist offen. Wieso denn zwei? Welchen denn noch? Es gibt doch nur vier Anschlüsse. Das passt schon. Ich bring dich schon nicht um. Vertrau mir einfach. Hab's gefunden, Samuels. Jetzt nur noch eins, Ripley. What the fuck? Das hier ist es. Ich sag, das ist es. Wenn's das nicht ist, dann tut's mir leid. So. Ich hoffe, du hast noch ein Gesicht, wenn du da wieder rauskommst. Hat er! Hab ich... Samuels, Sie sterben. Sie tun so, als hätte ich je ein echtes Leben gehabt. Hab ich jetzt gewonnen? Dafür bin ich Ihnen dankbar. Samuels. Der Apollo-Transit ist offen. Sobald Sie im Kern sind, wird er mit Ihnen sprechen. Was haben Sie für mich getan? Ich wollte, dass Amanda Ripley endlich einen Schlussstrich ziehen kann. Das fühlt sich jetzt nicht an, als ob ich gewonnen hätte. Ein Synthet wollte uns einen Gefallen tun? Ricardo, wenn Sie da sind, nehmen Sie ab. Ich bin hier, tut mir leid. Samuels hat es nicht geschafft. Verdammt! Er hat den Apollo-Transit für mich geöffnet. Ich werde direkt dorthin gehen und Apollo beauftragen, die Abregelung aufzuheben. Ich konnte den von Anfang an nicht leiden. Ich konnte dem nicht trauen, weil der halt ein Synthet ist. Das war mir irgendwie von Anfang an schon klar. Sobald wir den gesehen hatten, der war als erster wach und musste sich nicht anmelden am Terminal. Das war alles schon schwedisch. Aber der war ja doch ganz nett. Jetzt tut's mir leid. Tut mir leid, kleiner Robi. Vielleicht können wir ja... Weiß nicht, einen neuen kaufen. Das ist so, als ob man einem Kind einen neuen Hund kaufen will. Das ist scheiße. Das macht man nicht. Wo? Hier geht's hin, ne? Ja. Was hat denn? Tja, gut, okay, wieder einer weniger. Tja, wir haben ganz schön Freundschaftsverschleiß hier in dem Spiel. Puh. Nee, warte, halt gar nicht. Das ist der erste aus unserer Mannschaft, der draufgegangen ist, glaube ich. Aus unserem... Halt, von hier komme ich doch. Sicher, dass das der richtige Weg ist? Ich schleich mal lieber ein bisschen. Weil die müssten ja jetzt alle lieb sein, oder?
Oh, oh. Etwas verkehrt. Nee, alles Taco. Danke dir! Bitte, so kommen Sie. Nein! Ah, ich wollte gerade die EMP-Mine auswählen. Das ist aber auch immer ein bisschen knifflig hier in dem Spiel. Bam, 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 bam. Hep! Ah, ich wollte sie gerade werfen. Hep! Boom, wumms dich. Und ich düse im Sauseschritt. Und bring dem Klause mit. Ne, der hieß Bob. Wer hat gerade gefollowed? Wer war das? Mike Po. Mike Po 100. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich konnte gerade nicht lesen. Du hast mich ertappt beim Wegrennen. Kann ich die wieder mitnehmen? Wo geht's lang? Da lang. Sehr gut. Hui. Vielen Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen in der bärtigen Runde. Mach's dir bequem. Jeden Montag, 19 Uhr. Hier auf Twitch live dabei sein. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Der Giwolf Hunter. Der Giwolf. Giwolf? Giwolf Hunter. Giwolf Hunter hat nochmal und will noch nicht. Vielen Dank. Das müssen Sie sich anhören. Spielen Sie sie ab, Ricardo. Sie sind Marlow, oder? Ja. Ich bin Taylor. Sektorleiterin Wayland Yutani. Hallo, Taylor. Oh, eins von den hohen Tieren, hm? Nicht einfach irgendein Mädel mit Trennungstrauma. Halten Sie Ripley hier raus. Sie will nur endlich mit der Sache abschließen. Ich kümmere mich um Wayland-Yutani-Angelegenheiten. Medkit, sehr gut. Und ich kümmere mich darum, aus dieser verdammten Zelle zu kommen. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Vielleicht. Gleich noch eins. Dieses Gespräch wird aufgezeichnet. Das ist Ihnen klar? Habe ich gesehen. Das rote Licht blinkt. Ich brauche Daten. Die Koordinaten des Planetoiden, auf dem Sie das Wrack gefunden haben. Alles, was Sie bezüglich des Ursprungs des Organismus haben. Die kann ich Ihnen geben. Und einen Weg runter von dieser Station. Sie müssen mich nur hier rauslassen. Dem kann ich möglicherweise zustimmen. Was zum Teufel? Taylor, lassen Sie mich aus dieser Zelle raus, sofort! Lassen Sie mich raus! Der hat die als Geisel genommen. Ich hab's gehört. Und sie war Vertreter von Wayland Yutani. Und war darauf angesetzt, die war nicht nur irgendein Anwalt oder so, sondern die sollte dafür sorgen, dass wir den Ursprung dieser Spezies finden. Und ich dachte, das wäre die Rolle des Syntheten. Dass der irgendein Protokoll 66 hat oder so. Führen Sie jetzt die Order 66 aus. Das dann irgendwann triggert, aber so war es ja schon im Film. Habe ich jetzt gespoilert? Ja. Wäre ja blöd, wenn es im Spiel H genauso wäre. Also die ist nicht ganz knusper, ist die nicht. Die ist auch schuld, dass der Typ raus ist, habe ich das richtig verstanden? Cut so in ein paar Minuten, jo. Jo. Apollo Privattransit verfügbar. Hier einsteigen für Apollo Kern. Dynamite 345, vielen Dank für dein Follow. Du kriegst jetzt 2 cm Bart geschenkt, damit kannst du tauschen und handeln. Ich hoffe, es gefällt dir hier. Ansonsten einfach den Chat fragen, wenn du keine Ahnung hast, was das heißen soll. Hab ich irgendeinen Host verpasst? Wo kommen denn die Leute her? So, wir nehmen jetzt hier noch das Gerät. Piep-Pup. Wer bist denn du da hinten? Ich fahr jetzt einfach. Tschüss. Ich will jetzt gar nicht gucken, wer hier alles so... Ich fahr jetzt einfach. Wer die Alien-Filme nicht kennt, hat eine Bildungslücke. Da darfst du ruhig spoilern, Baume. Ja, also ich meine, man kann die auch ruhig nicht kennen. Ich meine, ich kenne zum Beispiel auch Menschen, die kennen jetzt nicht, zum Beispiel die Werner-Filme oder Bud Spencer oder so. Ja, das kann passieren. Aber ich glaube, die nicht kennen, werden die auch nicht mehr nachholen. Da kann man ruhig spoilern. Ich hätte gerne eine Bahn. Krieg ich bitte eine Bahn? Ich mag Züge. Ne, eigentlich sind es ja horizontale Fahrstühle. Eigentlich sind unsere Züge auch horizontale Fahrstühle. Und Autos auch. Und Fahrräder. Den meint Baume nur. Das verrate ich nicht. Die Person möchte, glaube ich, anonym bleiben. Das Ding fährt ja überall hin. Zum Kern. Wahnsinn. Auf in den Kern.
Auf zum Atom. Brumm, brumm. Goodie. Und ich finde, das ist eine super Stelle, um hier den Cut für die YouTuber zu ziehen. Wir sind genau bei 30 Minuten. Ein bisschen was von der Folge ist natürlich verloren gegangen, weil wir ja technische Schwierigkeiten hatten. Aber ihr habt es mitgekriegt, ihr YouTuber. Ich habe extra gewartet bis jetzt, um die zu reparieren. Sie sind auf dem Stockwerk über dem Apollo-Kern. Dieser gesamte Bereich enthält Apollos Stützsystem und KI. Der Kern ist in der Mitte. Apollo hat Samuels davon abgehalten, die Abriegelung ferngesteuert aufzuheben. Aber sobald sie drin sind, wird Apollo dank Samuels zumindest mit ihnen sprechen. Piept's hier irgendwo, dass ich nochmal speichern kann? Speicherpieps? Speicherpieps? Haben wir hier einen Speicherpieps? Nee. Sonst würde ich piepsen hören. Gut, okay, ich schätze mal, es hat gespeichert, als wir hier ausgestiegen sind. Dann machen wir jetzt hier einen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr YouTuber, und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen und reingehauen. Cheerio. Ich verschwinde aus dem Bild.